Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Unzocked-Projekt Better Late Than Dead. Ja, das ist wieder so ein schönes kleines Survival-Game mit Open World. Und ich bin gespannt, ich weiß eigentlich sogar, ich habe es schon mal gespielt, habe es schon mal angespielt gehabt, so für mich selber. Ich wollte es eigentlich mal zusammen mit Nightrunner spielen. Allerdings ist es im Online-Modus wirklich sehr hakelig bei mir. Und es ist noch extrem Early Access. Deswegen ist es auch sehr schwer, sich dort zu finden, so wenn man zu zweit spielt. Deswegen hatten wir das dann erstmal wieder verworfen und warten, dass dann wieder irgendwelche neuen Updates kommen, dass das vielleicht alles ein bisschen verbessern wird. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr reingeschaut. Wir sind jetzt in der Alpha 14.2 und wir wollen mal schauen, was da jetzt kommt. Ich bin gespannt. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gespielt und ich starte einfach mal alleine überleben und wir schauen uns das einfach mal an. Vielleicht hat sich ja was getan in der Zwischenzeit, das wäre natürlich sehr cool und ich hoffe, dass es auch nicht so sehr leckt heute jetzt bei mir, weil wie gesagt, solche Open-World-Spiele sind bei mir immer so eine Sache auf meinem PC. Da fehlt einfach immer noch mein neuer PC, da wo ich hoffe, dass der vielleicht in den nächsten Monaten mal erschwinglich wird. Werden wir sehen. Wir schauen uns erstmal an, was das bringt. Ich weiß auch nicht, wie lange ich dieses Projekt jetzt hier zum Unzock-Projekt machen werde, weil ich finde, dass das Spiel in-game noch nicht so wirklich viel bietet, zumindest das letzte Mal, wo ich es gespielt habe. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. As the boat leaves, the sound of its engines are scarred into my memory. I broke free from my coffin. The moment that followed lasted an eternity. This. I need to get out of here. So, wir sind also gestrandet. Right Mouse Button, um Gegenstände zu finden. Genau. So ungefähr, wie es funktioniert, weiß ich schon. Wir sind an diesem wunderschönen Strand hier angekommen. Sehen ein bisschen seltsam aus, wie ich finde. So von der Statur her. Und können jetzt erstmal hier ein klein wenig Nahrungsmittel einsammeln. Ein paar Mangos. Oh, ich liebe Mangos. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Aber so obsttechnisch oder exotische Früchte technisch sind Mangos absolut meine Favoriten. Und Ananas finde ich auch ganz cool. Also ich bin da ja eigentlich recht offen und mag solche Sachen ganz gerne. Hallo, ich will die Mango noch mitnehmen. Mango. Sag mal, bist du nur Deko oder was? Ja, so Kokosnuss könnte man vielleicht auch gebrauchen. Die geht irgendwie nicht. Warum auch immer. Aber wie gesagt, das Spiel ist auch noch Early Access. Und ich muss leider sagen, ich weiß nicht ganz genau, wo sie jetzt sind. Das ist ja auf einmal weg, die Mango. Ich muss leider sagen, ich weiß gar nicht genau, ob das Spiel jetzt überhaupt noch weiterentwickelt wird oder ob sich da überhaupt nichts getan hat. Aber den Unterschied werden wir jetzt auch gleich nochmal merken. Die Notiz lautet, hatte einen Kampf mit einem Wolf und habe es, halt, ich bin noch nicht fertig, und habe es geschafft, eine Bandage aus einem herumliegenden Kleidungsfetzen herzustellen und damit den Blutverlust zu stopfen. Kleidungsfetzen schneiden. Okay, man kann also Kleidungsfetzen auf jeden Fall einsammeln und damit Bandagen machen. Das ist ja schön zu wissen. Wir frieren ein klein wenig, wie es aussieht. Wir werden erstmal, ja, ich weiß auch nicht wohin. Aber hier sind überall Dörfer auf jeden Fall. Hier sind aber auch immer wilde Tiere. Da sollte man lieber ein bisschen vorsichtig sein. Krokodile laufen hier zum Beispiel rum. Und, okay, mehr Tiere habe ich, glaube ich, noch nicht so gesehen in der Zeit, wo ich hier mal gespielt habe.
Aber Krokodile sind ja auf jeden Fall auch sehr böse. So, hier ist ein schönes Wohnhaus. Hier scheint ja auch alles verlassen zu sein. Wo ich es mal angespielt habe, habe ich mich aber nicht so wirklich viel umgesehen. Also für mich ist das alles auch noch hier ziemlich Neuland. Oh, gehen wir erstmal hier rein. Hä, wieso frieren wir denn auf einmal? Achso, frieren geht runter. Alles klar. Muss man ja auch erstmal alles wieder herausfinden. Wie gesagt, wo ich das angespielt habe, habe ich nicht so wirklich lange gespielt. Und wir wollen jetzt erstmal gucken, ob man hier ein bisschen was einsammeln kann. Das wäre ganz cool. Ah, hier war ich aber schon mal. Hier kann man ein bisschen was finden. Eigentlich sehr schöne Wohnungen. Und wenn ich alleine auf so einer Insel gelandet wäre, würde ich mich tatsächlich in so einer Wohnung hier irgendwie versuchen einzurichten. Können wir aber leider nicht. Man kann sich hier nicht so wirklich eine Base oder sowas bauen. Das finde ich ein bisschen schade. Schlafen kann man allerdings. Das ist ja auch schon mal was. Hier ist wieder eine Notiz. Mal gucken, was sie sagt. Charlie, bitte nochmals. Das ist kein Hotel. Hör auf, so zu denken. Das sind Experimente. Was? Ich weiß es nicht. Hä? Ich weiß es nicht schwer? Achso, ich weiß, es ist schwer. Ach, Mensch. Aber so ist es. Vergiss sie. Sie werden bald verschwunden sein. Okay, Experimente. Hier werden irgendwie Experimente gemacht oder sonst was. Da habe ich wieder keine Ahnung. Hier ist aber noch ein Kleidungsstück. Kleidungsfetzen. Das werde ich mal nehmen. Oh, das sah total unheimlich aus, weil er sich am Hinterkopf gegriffen hat. Das sah aus, als wenn da irgendjemand anders an seinen Hinterkopf greift. Da habe ich mich gerade ein ganz klein wenig erschrocken. Aber nur ein ganz klein wenig. Gut, kann man die Tür aufzumachen? Warte mal, geht das? Nee, Tür kann man nicht zumachen. Schade eigentlich. Würde ich ganz cool finden, wenn das gehen würde. Achso, hier. So, einmal rein. Ich hätte gerne irgendwie ein Messer oder so. Ah, warte, da liegt doch irgendwas. Was ist das? Das ist ein Feuerzeug. Cool. Naja, cool. Hm. Vielleicht kann ich jetzt endlich Feuer machen. Also das Apartment hier ist aber echt so ein Einzimmer-Apartment, ne? Das ist nicht so besonders toll. Hier möchte ich nicht unbedingt wohnen. Hier kann man sich durchaus einrichten. Also ich würde... Wie würde ich das denn einrichten? Ich finde sowas eigentlich ganz witzig, sowas zu spekulieren. Hier vielleicht so eine kleine Küchenzeile hinmachen, wenn das schon unbedingt da sein muss. Oder vielleicht auch hier so eine kleine Küchenzeile, dass es so ein bisschen abgetrennt ist, auch wenn nicht viel Platz ist. Dann würde ich auf jeden Fall eine Schlafcouch nehmen, weil das weniger Platz wegnimmt. Vielleicht hier so schön so eine kleine Eckcouch hin. Hier eine Wohnwand mit Fernseher und mehr braucht man auch nicht. Könnte hier noch einen Schreibtisch hin und das war's auch schon. Naja, was will man bei so einem Einzimmer-Apartment auch eigentlich großartig einrichten? Geht wahrscheinlich gar nicht so wirklich. Aber es sind alles so kleine Nischen hier. Schmerzmittel. Ja, Schmerzmittel kann ich gebrauchen. Falls du zum Labor kommst, versuche farbige Schlüssel zu finden. Du kannst sie am Radarturm nutzen. Ich weiß nicht, was passieren wird, da ich es aus Liebe zu den Tieren noch nicht versucht habe. Okay, farbige Schlüssel, wenn wir zum Labor kommen, finden. Denn da können wir was Nützliches eventuell im Turm finden. Alles klar, merken. Oh, ich habe es bestimmt in den nächsten Minuten eh schon vergessen. Ich kenne mich doch. Ich vergesse doch schnell. So, Stofffetzen. Ah, hier ist echt nicht so besonders viel, ne? Nicht besonders viele nützliche Sachen, die man finden kann. Oh, lag da was? Nee, das war nur meine Halluzination, okay. Nur Hallus. Alles klar. Hier liegt auch noch Schmerzmittel, genau. Und das war's auch schon. Naja, haben nicht so besonders viel übrig gelassen, die Leute, die hier irgendwann mal gewesen sind. Wenn hier, naja, es müssen ja mal Leute hier gewesen sein. Wer sollte das sonst bauen? Okay, gucken wir nochmal hier rein. Steht irgendwas am Briefkasten oder so? Nee, nix. Kann man den aufmachen? Nee, auch nicht. Schade. Aber da liegt doch irgendwas. Ach nee, da kann man auch nichts mitmachen, ne? Nee. Auch alles leer. Nur alles voller Stofffetzen. Aber falls wir mal gebissen werden oder so, haben wir Schmerzmittel und Stofffetzen, also Bandagen, zum Regenerieren. Das ist natürlich auch ganz gut. Und hier sind überall Notizen. Ganz seltsam. Unser kleines Dorf ist verloren. Alle abgehauen. Alle hauen ab. Aber niemand weiß davon,
Also behalte es für dich, John. Wir möchten ein paar Dinge besorgen, die wir auf den Schwarzmarkt oder so verkaufen können. Wenn du uns helfen möchtest, komm nachts zum Labor. Okay, jetzt ist die Frage, warum sind hier in diesen kleinen, süßen Dörfchen alle abgehauen? Was hat sie dazu veranlasst? Und vor allem alles mitzunehmen, außer so ein paar Ölflaschen und Stofffetzen. Das ist aber hier wieder ganz hübsch, ne? Hier kann man ein richtig schönes Wohnzimmer machen. Ich bin ja sowieso gerade auf Wohnungssuche. Wahrscheinlich interessiert mich das deswegen, wie die Wohnungen geschnitten sind und so. Finde ich echt richtig schön. Hier könnte man richtig schön was machen. Oh ja, hier möchte ich einziehen. Und dann geht es auch noch nach oben. Was gibt es denn da? Ja, ein ganz kleiner Vorsaal hier. Auch schön. Und... ach doch. Finde ich auch ganz hübsch. Hier könnte man ein Schlafzimmer zum Beispiel machen. Doch, das ist eine richtig schöne Zwei-Zimmer-Wohnung. Die würde ich glatt nehmen. Die finde ich hübsch. Und draußen ist natürlich auch noch ein Garten. Hier ist auch noch ein bisschen Platz. Aber es fehlt wieder an Küche, ne? Das ist natürlich... und hier ist auch kein Bad. Nee, ich will doch nicht hier einziehen. Oder was? Nee, hier ist wieder das. Nee, hier will ich nicht einziehen. Hier fehlt das Bad. Wo soll ich denn duschen? Nee, es geht ja gar nicht. Ich nehme es zurück. Ich ziehe doch nicht ein. Es ist doch ein bisschen komisch geschnitten, ne? Sieht ein bisschen eigenartig aus, das Haus. Na gut. Nehmen wir uns mal das nächste vor. Wo ist denn da der Eingang? Ich wollte gerade sagen, ist hier überhaupt ein Eingang? Ja. Zaun kaputt. Alles gut. Ach, auf der anderen Seite auch. Okay. Dann hätte ich mich ja gar nicht so suchend anstellen müssen jetzt hier. Okay, alles leer. Ist auch wieder so seltsam geschnitten. Obwohl ich glaube, so für die Arbeit so ein Haus ist eigentlich ganz cool. Wobei es halt blöd ist, dass das Bad überall fehlt. Hier ist direkt eine Bandage. Jetzt fängt es auch schon wieder an zu regnen. Bäh. Dann frieren wir doch wieder. Ist aber nicht so schön. Die Frage ist auch, wo ist das Labor? Aber diese Frage werden wir erst in der nächsten Folge klären. Denn ich mache hier erst einmal einen Cut. Zeit ist um. Und wir sind erstmal vom Regen geschützt. Das ist auch sehr schön. Ich hoffe, hier kommt kein wildes Tier rein. Man weiß es ja nicht so genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.